Hallo Freunde der Nacht, da bin ich, euer Sadu mit einer neuen Folge Surviving Mars. In der letzten Folge hatten wir ein Wohnraumproblem und wir haben da mal unseren Statistikern gesagt, die sollen mal aufpassen, um wie viel pro Sol denn die Bevölkerung wächst, ohne dass jetzt eine neue Rakete hier auf Mars landet mit neuen Kolonisten. Und das waren 8. 8 Kolonisten pro Sol. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass wir keine exponentiellen Wachstum der Bevölkerung ja bekommen. Dann haben wir erstens ein Riesenproblem mit Wohnraum und als zweites wird dann zwangsläufig die Nahrung kommen. Und es ist ja auch ganz klar, je mehr Leute, umso schneller wächst dann natürlich die Bevölkerung. Das Problem ist ja nicht neu, gibt es ja auf der Erde genauso. Und da müssen wir jetzt überlegen, wie wir das in den Griff bekommen. Entweder wir müssen wirklich sagen, hier, stopp. Wir führen ein, dass ihr euch nie vermehren dürft. Fände ich aber Quatsch. Weil wir brauchen ja auch hier. Wartet mal, hier war das nicht. Meilensteine, hier war das. 1000 Kolonisten. Also 1000 Kolonisten brauchen wir auf jeden Fall. Damit wir unten ja, das Ziel abschließen können. Und deshalb wäre das Quatsch jetzt zu sagen. Wir sagen hier, Geburten sind verboten. Also nur in diesen Bergbaukolonien hatten wir das ja gemacht. Ansonsten können sie sich weiter vermehren, die Leute. Und ob man das dann begrenzen, wenn wir 1000 Kolonisten zusammen haben, werden wir sehen. Wird ja auch noch eine Weile dauern. Pro Sol rund 10 Leute dazu. Könnt ihr euch ausrechnen, wie lange das noch dauert. Dann hatten wir unten im Südosten eine Kuppel gebaut. Wegen Wohnraum und so. Kurzfristig hatten wir erstmal Arkologien noch gebaut und auch Apartments, damit wir das Wohnraumproblem kurzfristig erstmal in den Griff bekommen, aber mittelfristig werden wir um neue Kuppeln einfach nicht umhinkommen. Und ja, ich weiß, wir wollten erstmal diese künstliche Sonne bauen, aber ey, so ist das Game, man muss dann auch schneller mal reagieren. So, genügend gequatscht, ach, Gaming-Läden hatten wir noch auf unserer To-Do-Liste, aber haben wir halt auch keinen Platz hier, ihr seht das ja. So, was für ein Gebäude funktioniert denn hier schon wieder nicht? Ach so, Drohnenfabrik hatten wir ja in Auftrag gegeben, dass die neue Drohnen bauen. Wir hatten jetzt ein paar Drohnen fertig bauen. Was wird denn hier benötigt? Maschinenteile, oder? Nö, elektronische Geräte, ja, das sind doch genügend da. Das soll nicht das Problem sein. Schau doch mal, da geht's schon los. Das könnten wir auch mal noch machen, dass wir hier gleich viel Shuttles am Start haben. 3 Shuttles mal bitte noch produzieren. 1, 2, 3. Einfach nur geil, Shuttles. Spart uns extrem viel Micromanagement. Ja, unsere Transporter stehen mittlerweile nur rum, aber im Notfall, vielleicht brauchen sie ja mal. Am Anfang waren sie wichtig, aber jetzt sind sie halt nicht mehr so wichtig. Das sind die ganzen Ressourcen hier, oder wie? Krass. Cool. Ja, noch ein paar Betonteile und dann kann die Produktion der Kuppel hier unten beginnen. Teile und Maschinenteile werden benötigt. Das ist alles vorhanden. Ne? Die Drohnen haben zu tun. Ja, sind auch ganz schöne Drohnenlast im Moment. Aber das kommt durch den Bau der Kuppel. Das wollten wir uns anschauen. Da haben wir wahrscheinlich zu viel Windräder abgeschalten. Definitiv sogar. 27.000 hatten wir. Sol 170, das werden wir nicht mehr erreichen. Aber es geht. Müssten ein paar Windräder dazuschalten, dann wäre es bei plus minus 0. Jetzt machen wir minimal minus. Das Problem ist halt mit der Kuppel, wenn wir die in Betrieb nehmen, werden wir natürlich noch weiter, noch mehr Strömlinge verbrauchen. Das ist ganz normal. Ja, wir schalten die Kuppel mal aus. Da gibt es keinen Strom gibt's, oder? Ja, Strom. Warte mal.
Strom ist da anscheinend hier mit der Kuppel verbunden, aber es wird Wasser benötigt. Das können wir hier noch an einem Rohr abzweigen. Das sollte nicht das Problem sein. Die unterirdische Heizung ist jetzt auch fertig. Wir werden den Betriebsbereich noch ein bisschen erweitern, aber jetzt ausschalten. Research complete. Marsianische Stärke. Marsianer, gebürtige Marsianer, verlieren durch Katastrophen nicht die Besonnenheit. Gebürtige Marsianer wachsen mit den täglichen Gefahren des roten Planeten auf. Das verleiht ihnen eine innere Stärke, die ihresgleichen sucht. Netzwerkknoten, wir sind uns halt überhaupt nicht im Klaren darüber, was der halt macht oder was der genau macht. In der Theorie wissen wir es ja. Wegen der Kuppelspitze, was wir jetzt hier hinzimmern wollen. Statue haben wir, einen kleinen Garten. Ihr wisst ja, Dekoration und so. Ja, ich bin ja Dekorationsass. So, was war das? Eine Statue, ein kleiner Garten und einen Brunnen am besten noch, oder? Kommt hier, habt ihr noch einen Brunnen? Das können wir hier eigentlich auch so machen. Einen kleinen Brunnen. Ein Teich ist zu groß. Einen kleinen Garten und ihr bekommt noch eine Statue. Bitte sehr. Dann müssen wir die Verbindung schaffen. Das heißt, wir müssen hier diese Sicherheitsstation wegreißen, was uns überhaupt nicht gefällt. Wir wollen die auf jeden Fall dann hier wieder hinbauen. Müssen die jetzt aber erstmal abreißen. Nützt nichts. Auch wenn es blöd ist, ich weiß. So, dann bauen wir eine Farm. Was wird noch benötigt? Alles. Ich weiß. Also Spitzengebäude. Ich zuck gerade mit den Achseln. Ich weiß es halt nicht. 1219 in einem vollbesetzten Hawking-Institut. 1222. Sind aber nicht alles Wissenschaftler. Wir sind halt alles Wissenschaftler. Ach, ich weiß es nicht. Ist mir jetzt auch... Ja, egal, nee, aber mir geht's auf den Zünder. Dass wir den Netzwerkknoten, dass wir das nie rausfinden. Wir lassen es hier mal noch auf die Kuppelspitze. So, Apartments werden benötigt. Die bauen wir hier in die Nähe. Und gleich am besten noch ein zweites Apartment. So, hier bauen wir jetzt den Durchgang, ganz wichtig. Wo ist der zu finden? Unter Kuppelservice? Nee. Hä? Aha, hier, Durchgang. Und hier nach da. Sehr gut. Produziert das mal alles. Dann könnten wir uns hier überlegen, das Apartment wegzureißen.
Ja. Apartment wegreißen. Und Sicherheitsstation hinbauen. Das. Jetzt müssen wir. Was machen wir mit Schulen und Universitäten? Die haben wir eigentlich hier. Brauchen wir eine Gaming-Lab. Unbedingt. Den bauen wir hin. Das zählt unter Service. Weltraumbau braucht man. Krankenstation brauchen wir. Sicherheitsstation sollten wir auch bauen. Kleines Lebensmittelgeschäft. Und dann haben wir noch zwei Platz. Kleiner Kunstladen meinetwegen noch. Und was ist hier mit diesen Elektronikladen? Na, den kriegen wir leider nicht mehr hier mit in das Quadrat rein. In das Quadrat sage ich schon. In das Dreieck. Elektronikladen. Na, wartet mal, den setzt man da. Wo setzt man den hin? Die anderen sollen vielleicht auch noch mit drauf zugreifen können. Ja, kommt, setzt man den da noch mit hin. Ein Diner fehlt noch. Und einen normalen Lebensmittelladen noch. Jetzt müssten wir noch zwei kleine Felder Platz haben. Dann machen wir wieder Dekoration. Kleinen Garten. Und einen kleinen Brunnen. Gut. Forschung läuft. Irgendwo ein Gebäude geht nicht, weil es Polymere, weil es hier an Polymeren fehlt. Können wir ruhig hochschalten. Es ist genügend da, die müssten eigentlich unterwegs sein, um das zu reparieren. Weiß nicht, was da rumpimmeln, die blöden Drohnen. Eine Menge Leute ohne Job. Warum? Wir können ruhig noch in den Fabriken jetzt auch mal die dritte Arbeitsschichten freigeben. Das sollte das Problem, das Jobproblem entschärfen. Was wir uns überlegen könnten, Treibstoffproduktion ein bisschen nach unten zu verlegen. Wir können sie auch weiter produzieren lassen. Ja. Ja, wir können sie auch weiter produzieren lassen. Genau. Beton müssen wir uns jetzt mal drauf konzentrieren. Wir hatten ja immer so um die 1000. Mittlerweile sind es nur noch 500. Natürlich kommt das jetzt auch durch den Kuppelbau da. Hawking-Institute müssen wir übrigens noch bauen. Produktion 20. Na, wo ist denn unser Betonextraktor? Da wollten wir eigentlich hin. Hier. Ja, da gibt es auch nur noch 800. Die Frage ist, ob wir überhaupt noch einen neuen Betonextraktor anschließen. Oder ob wir diese Technologie nutzen, um die Gesteinsabfälle irgendwie in Beton umzuwandeln. Das würde vielleicht eher Sinn machen.
Mülldämonie brauchen wir ja übrigens noch. Wie sieht's mit der Drohnenfabrik aus? Sind die fertig? Ne, 4 müssen noch gebaut werden. Dann bau die mal bitte noch. Hier unten hätten wir halt noch einen Betonextraktor, den wir anschließen könnten. Ist der in Reichweite von dem Drohnenhub? Sieht mir fast nicht danach aus. Ne, ist er nicht. Haben wir überhaupt noch einen Betonvorkommen, was in Reichweite von dem Drohnenhub wäre? Ja, hier oben. Den könnten wir noch einschließen. Oder wir sagen halt, wir nehmen die Forschung. Frag mich nicht, wo die war. Erforscht hatten wir das aber noch nicht, oder? Eigentlich müsste unter Ingenieurswesen sein, oder? Ja. Gesteinsabfallverflüssigung. Wow, das kostet auch 18.000. Wandelt langsam Gesteinsabfälle in Beton um. Wollen wir uns das mal angucken? Ach kommt. Wir nehmen's. Gesteinsabfallverflüssigung. Dann können wir uns die Betonextraktoren hier sparen. Dann gehen wir zurück hierhin, weil die Hawking-Institute und alles müssen wir natürlich noch bauen. Wir schalten die ganzen Gebäude mal bitte aus. Na, wobei, das ist eigentlich auch Quatsch. Die Kuppel wird ja relativ flott freigegeben jetzt. Wir werden hier nicht lange rumpimmeln. Weil wir wollten ja das Apartmenthaus hier abreißen. Wir werden mal ein bisschen langsamer vorwärts gehen. Das Dino muss noch fertig gebaut werden. Ein Hawking-Institut hatten wir gesagt. Wollen wir hier natürlich auch noch hinbauen. Und wir wollten auch mal mit diesen VR-Werkstatt, mit dieser VR-Werkstatt experimentieren. Den überhaupt noch irgendwas anderes produziert oder ob das halt als, das zählt als Kuppelservice, glaube ich, war es, ne? Ja. Baut das mal noch fertig, dann geben wir die Kuppel frei und dann werden wir sowieso die Windräder da auch noch mit hochnehmen müssen. Ich hatte ja gehofft, dass wir hier die künstliche Sonne wenigstens anfangen können zu bauen. Mal sehen. Die Frage ist, wo bauen wir die hin? Also irgendwie benötigt man dann auch noch gewaltige Wassermengen, wenn man die das erste Mal in Betrieb nimmt. Die Frage ist, kann die explodieren irgendwie? Ich weiß es nicht. Also, ich zeige es euch mal, was hier dazu steht. Halt, der Wunder war das. Künstliche Sonne. Dieses Wunder marsianische Ingenieurskunst produziert gewaltige Mengen Strom. 1000. Sie erzeugt in dunklen Stunden Licht für nahegelegene Solarkollektoren. Also sollte man die vielleicht auch in die Nähe von Solarkollektoren bauen. Und beheizt die Umgebung. Verbraucht bei der Inbetriebnahme große Wassermengen. Ja, dass sie die Umgebung beheizt. Müsste man halt in die Mitte irgendwo von irgendwelchen Kuppeln setzen, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber wir könnten die schon versuchen, in die Nähe von Solarkollektoren zu setzen. Also hier vielleicht. Cold wave approaching. Mich scheut es halt ein bisschen, das hier in die Nähe von unserer Hauptkolonie zu setzen. Wenn das Teil dann wirklich irgendwie eine Fehlfunktion hat oder so. Ich weiß, Fusionsreaktor haben wir auch hingesetzt da. Also entweder wir bauen die künstliche Sonne hier hin oder wir bauen die halt hier hin. Mal sehen.
können es uns ja noch überlegen. So, Kältewelle steht bevor. Perfektes Timing von der Kältewelle. Nochmal kurz bevor die künstliche Sonne in Bau genommen wird. Wir werden die Windräder einschalten. Nützt alles nichts. Und wenn die Kuppel dann dort in Betrieb genommen wird, wird es nochmal knapp mit dem Strom. Scheibenkleister. Ah, naja, gut. Nützt alles nichts, ist halt so. So, jetzt baut mal bitte hier noch das Hawking-Institut. Und hier diese VR-Werkstatt. Wir sind gespannt, was diese VR-Werkstatt hier... Ja, ob die dann noch was anderes produziert, aber wahrscheinlich nicht. Außer halt Moral-Boost und Komfort-Boost. Das stand doch so da, ne? War das nicht so? Die Arbeiter erhalten einen Komfort- und Moral-Boost. Was mich halt irritiert, dass sie als Arbeiter deklariert werden. Das ist ja denen ihre Freizeitbeschäftigung, also... In diesem Freizeitpark in unserer Hauptkolonie werden die Leute doch auch nicht als Arbeiter deklariert, oder? Wir haben eine neue Forschung gemacht. Besucher. Freizeit. Ach so. Vielleicht sind. Nee, aber die Arbeiter bekommen ja den Boost-Standort. Wisst ihr? Dass die Besucher dann den Boost bekommen, dachte ich jetzt, aber. Dort stand ja direkt. Die Arbeiter bekommen den. Wie ist denn das mit diesem Freizeitpark? Wie steht denn das da? Hier wird allen Kolonisten nicht nur Nervenkitzel geboten, sondern auch eine Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Auch die Zufriedenheit von Touristen steigt, wenn sie den Park besuchen. Ja, das ist anders beschrieben als hier mit dieser VR-Werkstatt. Na, mal gucken. Wir bauen es ja. So, Heimatgemeinschaft. Wohngebäude-Upgrade, Heimatgemeinschaft. Erhöht den Servicekomfort des Gebäudes um 10. Eine freundliche und hilfsbereite Gemeinschaft ist der Schlüssel zu einem einfacheren Leben in der rauen Realität des roten Planeten. Super. So, unterirdische Heizung einschalten. Die müssen jetzt natürlich alle noch repariert werden. Das geht ordentlich auf die Stromkapazität. Wir werden auch hier noch eine dritte Schicht mit reinbringen. Nützt alles nichts. Hier könnten wir uns überlegen, noch eine Farm hinzuzimmern. Neun Leute auf Jobsuche. Ja, das ist, weil die Kuppel hier noch nie in Gang gesetzt wurde. Eigentlich können wir sie aber jetzt mal in Gang setzen. So, und jetzt könnt ihr hier rüber. Das bedeutet, wir reißen hier das Apartment ab. Bauen hier noch die Sicherheitsstation rein. Ernteausfall? Was ist denn da los? Ach so. Hat man halt vergessen hier umzuändern. Wir müssen natürlich erstmal die Bodenqualität hochbringen. Deckungspflanzen, dann ist bei 90% und einmal Sojabohnen bitte. Dann können wir anfangen, hier Quinoa zu bauen, anzubauen. Ja, das Gebäude ist jetzt abgerissen worden, aber hier gibt es genügend Apartments, Leute. Ihr könnt hier rüber gehen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Dann bauen wir hier nämlich die Sicherheitsstation wieder auf. Machen wir das. Ja, die verteilen sich jetzt hier in die Apartments. Ist alles gut. Läuft. Oh, das ist ein Upgrade, was wir überall machen müssen. Aha. Heimatgemeinschaft. Okay. Ich dachte, das würde automatisch so funktionieren. Aber nö. Müssen wir
erstmal upgraden, manuell upgraden. Wir haben jetzt natürlich eine riesengroße Menge dieser Apartments. Muss das auch für die anderen Wohnquartiere und so geupgradet werden? Müssen wir uns doch gleich mal anschauen. Ich befürchte ja, oder? Ja, müssen wir auch machen. Naja, gut. Kostet auch nochmal 5 Polymere. Ja, es muss gemacht werden. Nützt alles nicht. Dafür liebe ich das Spiel hier, dass wir jetzt nicht jede Kuppel einzeln durchgehen müssen, sondern Strong drücken und linke Maustaste und dann wird das überall erstellt. Schaut, überall ist jetzt in der Bauliste und die Frage ist halt, ob wir das hier abreißen wollen. Eigentlich schon. Ach so, nee. Wir lassen's. Weil hier sind ja zwei Durchgänge. Deshalb, wir können hier gar kein Apartment hinbauen, Leute. Ja, dann lassen wir es halt so. Aber wir werden die Upgrades auch hierfür durchführen. Intelligente Häuser hatten wir, glaube ich, noch keine gebaut. Das Wohnquartier. Ebenfalls upgraden. Und wartet mal, wollen wir das hier komplett abreißen? Nur den Platz schaffen. Ja, kommt, wir reißen die Wohnanlage ab. Hier ist eine kleine Weltraumbar mit drin. Ja, okay, das können wir lassen. So, dann hätten wir das. Erstmal fertig. VR-Werkstatt. Zeig mal her. Gestoppte Arbeitsschicht. Werden für den Werkstatt Meilensteine angerechnet. Zeigt es uns das jetzt irgendwie an? Für diesen Werkstatt Meilenstein. Wie viel Prozent der Arbeiter denn in Werkstätten drin sind? Nö. Ja, ist halt so. So, jetzt kommt die Kältewelle gleich. Polymere sind richtig krass nach unten gegangen, aber naja. Nützt alles nichts. Kuppelspitze lassen wir halt, wie gesagt, noch offen. Erforscht wird jetzt diese Gesteinsverflüssigung. Dass wir die Betonextraktoren, dass wir keine neuen Betonextraktoren jetzt mehr bauen. Sollten wir uns auch Gedanken machen, wo wir das hinsetzen. Hier vielleicht, weil das ist relativ eng beieinander, sind ja diese großen Mengen an Gesteinsabfällen. Und hier in der Nähe ist halt auch das Betonlager. Kältewelle ist da. Wir machen tagsüber sogar Minus. Ich sag nichts dazu. So kurz davor, dass wir diese künstliche Sonne hätten bauen können. Wir müssen ja alles nach oben wieder setzen, Mann. Das ist so nervig. Treibstoffraffinerie. Mach mal aus. Eine. Kostet alles nur sinnlos Energie. Die Vaporatoren schalten wir auch aus. Alle. Wir haben genügend Wasser. Ja, repariert. Nicht, dass jetzt der Fusionsreaktor einfriert. Also kommt hier ran. Kommt schon die erste Drohne an. ...506... Strömlinge weniger. Einfach nur Wahnsinn. Aber es ist halt, weil der Fusionsreaktor jetzt gerade ausgeschaltet ist. Wir produzieren halt null. Jetzt geht er wieder.
Ach, Mann. Die ist fertig, die können wir ausschalten. Überall Gebäude ausschalten, wie ich es hasse, Mann. 4 Souls müssen wir noch durchhalten, Leute. Aber ansonsten läuft alles. Wohnraum wird halt wieder knapp. Auslagern müssen wir. Wir müssten auch mal langsam wieder eine Rakete her schicken, die ein bisschen Edelmetall abholt. Könnten wir eigentlich gleich mal machen. Theoretisch könnten wir uns sogar Metalle holen, aber nee, das wollen wir nicht. Nee, das wollen wir wirklich nicht. Metalle halt von der Erde ranholen, aber nee, machen wir nicht. Sind wir zu stolz, wir sind Marsianer. Produzieren das Zeug alles selbst. Ja. So sieht's aus. Ansonsten Produktion von elektronischen Geräten läuft, Treibstoffproduktion ohnehin, Maschinenteile einwandfrei und Polymere auch sehr gut. Die Produktionsauslastung können wir uns eigentlich nicht beschweren, außer halt Strom. 514, einfach gruselig. Wir werden tatsächlich nochmal ein Stromproblem kriegen. Ich krieg so die Tür nicht zu, ey. Das ist sowas von nervig. Da sind halt einige Kuppeln jetzt seit der letzten Kältewelle dazugekommen. Wir könnten natürlich auch mitten in der Kältewelle die künstliche Sonne bauen. Ach, Mann. Weil wir werden hier ein extremes Stromproblem wieder kriegen. Aber jetzt nochmal eine Lage Windräder hinbauen. Es wird uns aber im Endeffekt nichts übrig bleiben. Oder wir suchen uns ein Feld aus, wo wir die künstliche Sonne hinsetzen und dann ringsherum so Solarkollektoren um diese künstliche Sonne bauen. Das ist aber auch alles Quatsch hier. Ach, Scheibenkleister. Geht mir das auf den Zünder? Dass uns diese Kältewelle jetzt tatsächlich nochmal erwischt, bevor wir halt die Ressourcen für die künstliche Sonne zusammen haben. Ja, ich weiß, ihr werdet sagen, ja, dann hättest du doch nicht die Kuppel gebaut hier, aber wir brauchten ja Wohnraum. Dann hättest du nicht die ganzen Upgrades mit den Polymeren gemacht. Ja, ja, ja. Okay, Freunde der Nacht. Wir überstehen auch diese Kältewelle, auch wenn wir dann irgendwelche Fabriken wahrscheinlich schließen müssen. Mal gucken. Machen wir uns Gedanken in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mal ein Däumchen oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es natürlich noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye. Euer Sahadum.